alle im Nachbarraum sind. Ich habe gesehen, da kommen noch einige nach. Und ich würde sagen, holen Sie noch schnell einen Kaffee und wir fangen in 30 Sekunden an. Von daher mal kurz vielleicht schon mal reinschreiben, wo Sie herkommen, ob Sie uns gut verstehen können. Also vielleicht mal ganz kurzes Feedback, können Sie uns gut hören? Sieht so aus, als wären hier verschiedene Leute da, die uns gut hören können. Sehr gut, dann erstmal ein herzliches Willkommen in die Runde. Ich bin heute zusammen mit der Birgit Becker. Hallo Stefan, ich freue mich, heute wieder dabei zu sein und mich schon gespannt auf die Fragen, die wir heute zusammen mit unseren Hörern beantworten wollen. Wir haben uns jetzt heute auch ein bisschen ein anderes Mikrofon, weil beim letzten Mal war die Qualität nicht so gut. Wir hoffen, dass die Qualität diesmal viel besser ist und deswegen auch die Rückmeldung, dass Sie sagen, Sie hören uns, wir sind gut und laut und deutlich. Und das ist ja super, wenn ich da alles höre, dass Sie uns verstehen. Sehr schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, dann würde ich sagen, fangen wir an. Und ich hoffe, Sie sind gut gelaunt und Fasching steht vor der Tür. Von daher wollen wir gleich mit allem starten. Ich habe gesehen, dass Sie uns ganz, ganz viele Fragen gestellt haben. Wir haben ja gesagt, die Aufforderung geschickt, bitte schickt uns die Fragen, schicken Sie uns alle Fragen bitte auch in den Chat. Gleich nochmal. So, jetzt sollte der Ton wieder da sein. Können Sie uns noch mal kurz die Rückmeldung geben, ob es jetzt wieder passt? Wir waren wohl kurz, war die Verbindung gestört. Super. Gut. Was Stefan versucht hat zu sagen, bevor die Verbindung abbrach, war, dass wir sehr viele Fragen bekommen haben per E-Mail und wir wollen die nacheinander beantworten. Es kann aber durchaus sein, dass die 30 Minuten, die eingeplant sind, einfach nicht langen, um alle Fragen zu beantworten. Wir haben aber gesagt, wir wollen eine sehr einfache Lösung dafür anbieten. Diese Expertenrunden werden einfach regelmäßig stattfinden. Sprich, wer ja heute die Gelegenheit hatte, nicht seine Fragen loszuwerden, wird dann einfach zu einer späteren Zeit die Möglichkeit bekommen, dass wir nochmal auf die Module, die vielleicht heute dann nicht zum Tragen kamen, eingehen können. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage, Stefan. Sehr gerne. Wir haben die Fragen anonymisiert. Das heißt, wir haben jetzt nicht geschrieben, von wem sie sind. Wenn Sie natürlich sagen, hey, ich würde gern mehr darüber erfahren oder die Frage ist beantwortet, bitte nochmal kurz reinschreiben. Oder wenn sie nicht ausführlich beantwortet ist, dann einfach nochmal kurz Feedback geben und sagen, okay, ich habe da noch eine weitere Frage. Bei manchen Fragen war es auch so, dass wir es das nicht ganz verstanden haben, dass da noch Rückfragen waren unsererseits, nur zur Information. Und jetzt starten wir mit der ersten Frage. Und zwar wollen wir uns zuerst dem E-Mail-Modul widmen und da kam die Frage, ob es die Möglichkeit gibt, Mails lokal zu speichern, die man im E-Mail-Modul jetzt so nicht mehr braucht, ob man dafür einen lokalen Client, wie zum Beispiel ein Thunderbird, braucht oder es eine andere Möglichkeit gibt. Ja, grundsätzlich gibt es immer verschiedene Möglichkeiten. Man muss sich immer überlegen, was möchte derjenige damit bezwecken oder was steckt eigentlich hinter dieser Frage. Grundsätzlich, wenn Sie sagen, Sie wollen Dateien, also E-Mails, lokal speichern, dann ist immer die Frage, wie wollen Sie es bewerkstelligen? Um sie lokal zu speichern, müssen Sie natürlich irgendwo ablegen, brauchen Sie einen kleinen Client, damit Sie die Mails auch wieder lesen können. Und aus unserer Erfahrung ist es immer schwer zu sagen, ich möchte die einzelne speichern. Also entweder wirklich im Thunderbird oder Outlook oder was immer für ein Programm Sie haben, verwenden, um diese Mails zu sich herunterzuladen. Aber es ist nicht wirklich praktikabel, weil wenn Sie eine Organisation haben mit 100 Leuten und Sie wollen wirklich jeden Thunderbird installieren, ist es natürlich sehr, sehr aufwendig. Und was es dafür gibt, weil ich denke mal, es geht um das Thema Archiv an der Stelle, ist ein richtiges E-Mail-Archiv und da gibt es einfach zwei Möglichkeiten. Sie könnten sich überlegen, Sie installieren ein Mail-Archiv bei sich in der Firma, in der Organisation und Sie können unsere Mail-Konten auch von außerhalb abrufen oder etwas, was einige Kunden bei uns machen, die lassen sich ein sogenanntes Journaling-Postfach anlegen. Das bedeutet, jede Mail, die reinkommt, läuft automatisch in ein sogenanntes Spiegelpostfach auf und Sie rufen alle Mails aus dem Spiegelpostfach ab in eine Mail-Archivlösung, die bei Ihnen im Unternehmen vor Ort installiert ist. Das ist die eine Möglichkeit. Und wenn Sie es bequem und einfach haben wollen, können Sie auch direkt als E-Mail-Archiv bei uns mitbuchen. Das ist ein kleiner Aufpreis, aber dafür werden alle E-Mails automatisch ins Mail-Archiv übertragen. Und das Einzige, was Sie machen, ist im Endeffekt, Sie löschen die E-Mail aus Ihrem Posteingang raus, aber im E-Mail-Archiv ist das noch drin und Sie können direkt als App, also als Anwendung in eGruppe auf dieses Mail-Archiv drauf zugreifen und das heißt,
Sie verlassen nicht Anwendung, E-Mail-Archiv. Und wenn jemand einzelne Mails trotzdem speichern möchte, hat er natürlich die Möglichkeit, über das Kontextmenü an der Stelle einfach auf der Liste zu sagen, ich gehe auf Speichern nach Lokal, bekommt dann das EML-File heruntergeladen und speichert sich dorthin, wo er braucht. Dann ist natürlich nur die Frage, wie komme ich wieder dran? Entweder importiere ich es mir dann an der Stelle wieder in die EU-Gruppe rein. Andere Möglichkeit wäre auch zu sagen, wir speichern die E-Mail als Infolog-Eintrag oder ähnliches. Dann haben wir sie in der E-Gruppe zur Verfügung, kann sie trotzdem aus meinen Mails rauslöschen und habe sie immer noch. Aber ich denke auch auf die Frage, wenn wir nachher noch mal ein bisschen genauer eingehen, weil da hatten wir noch mal eine Frage dazu, wie das mit Infologs und E-Mails und dem Beantworten von Sachen ist dann. Okay, dann gehen wir gleich über zur nächsten Frage. Da geht es darum, ich kenne diese Frage schon sehr, sehr viel, sehr oft gestellt worden. Was kann ich denn machen, um mehrere Anhänge zu speichern? Und ich denke, da kann Birgit mal drauf eingehen. Und wir haben sogar die Möglichkeit, Ihnen das direkt zu zeigen, wie man damit umgehen kann. Und dann schalte ich mal um, dass wir Birgit ihren Desktop sehen können. Und dann kann sie uns direkt das zeigen, was man damit machen kann. Ja, ich habe jetzt einfach mal hier, ich bin auf dem E-Mail-Modul und ich habe mehrere Mails und die Mails haben mehrere Anhänge. Was ich jetzt hier unten in der Vorschau sehen kann, dass da mehrere drauf sind und dann sieht man, es gibt verschiedene Icons. Und das rechte Icon hier ermöglicht Ihnen, diese Anhänge als ZIP zu speichern. Sprich, wenn ich hier draufklicke, dann lädt er mir einfach alle Anhänge als ZIP runter und wenn ich das ZIP öffne, dann sehe ich entsprechend, dass hier die verschiedenen E-Mail-Anhänge enthalten sind. Wenn ich das richtig verstehe, werden alle Anhänge zusammengefasst und dann runtergespeichert. Das heißt, ich muss sie nur lokal wieder entzippen und dann habe ich sie. Das heißt, dieses mühsame Speichern, Speichern, Speichern auf den einzelnen Anhänge entfällt damit, richtig? Ganz genau. Ich habe eine Aktion, die ganzen Sachen werden runtergeladen. Ich kann es entweder als ZIP-Ordner selber dorthin legen, wo ich es haben möchte. Oder aber natürlich die jetzt nehmen, alle auf einmal kopieren an den Ordner, wo sie hin sollen. Super. Da kam noch eine Frage. Moment, ich könnte leider nicht sehen, welche Icon. Ach so, ja, das kann sein. Gucken Sie mal, wenn Sie auf diese Icons schauen, das ist der rechte. Da steht, das ist so ein kleiner Pfeil nach rechts und ZIP oben drüber. Der ist auch ganz neu, also es geht nur in der 14.3er-Version, wo Sie diesen Pfeil haben. In der neuesten oder zweitneuesten. Das ist, glaube ich, so ungefähr ein halbes Jahr drin, oder ungefähr? Ja, es ist schon länger drin, aber es spielt keine Rolle. Wichtig ist natürlich zu wissen, habe ich nicht mehrere Dateien, wird dieses Icon auch gar nicht angeboten, weil es ja keinen Sinn machen würde. Okay. Also das heißt, wir haben von der Leiste her, wenn man es nochmal sieht, wir haben den Speichern-Knopf. Dann haben wir Speichern im Dateimanager, damit können Sie Dateien im virtuellen Dateimanager speichern. Und das Icon danach ist dieses ZIP-Icon. Genau, Mouse-Over, genau, super, da sieht man das. Und ich gehe nochmal zurück auf die andere Frage, beziehungsweise ich gehe jetzt nicht in die Präsentation, die war hier auch nochmal gestellt. Die andere Frage ging es ums Infolog, also auch um Mail in dem Bezug. Und es geht darum, wenn ich jetzt eine E-Mail als Infolog speichere, wie ich dann mit den Anhängen umgehe. Und da ist das Thema, dass ich ja auch abhängig von der Einstellung sagen kann, was passiert oder was nicht passiert. Und ich denke, da kann die Birgit nochmal die Einstellung zeigen und mal genau darauf eingehen, was das mit der Einstellung auf sich hat. Genau. Ich klappe einmal hier oben mein Top-Menü auf, damit ich zu den Einstellungen Zugriff habe. Und in den Einstellungen vom E-Mail-Modul gibt es bei der Konfiguration die Möglichkeit zu sagen, beim Speichern unter, also wenn ich jetzt eine E-Mail in einer anderen Anwendung speichere, was soll dort mit gespeichert werden? Und wenn ich hier sage, ich möchte die E-Mail selber auch als Anhang speichern, dann ist es so, dass wenn ich einen Infolog-Eintrag erstelle, er mir automatisch die Original-E-Mail als EML-File mit an das Infolog dranhängt. Und damit habe ich natürlich jederzeit die Möglichkeit, auch wenn ich die E-Mail aus meinem Posteingang gelöscht habe oder es gar nicht mein Posteingang war, in dem das ankam, sondern vom Kollegen, der hat die E-Mail gespeichert, vielleicht an mehrere Leute delegiert,
dann kann ich einfach darauf zugreifen und habe die E-Mail immer noch zur Verfügung. Würde ich jetzt einfach an der Stelle mal machen. Ich gehe hier drauf, sage als Infolog speichern. Und wenn ich dann in die Verknüpfungen schaue, dann sieht man, dass ich das wohl in der Konfiguration nicht eingestellt habe, weswegen die Einstellung noch nicht greift. Sehr schöner klassischer Effekt. Konvertiere zum Eintrag und füge die Original-E-Mail auch an. Speichern und dann nochmal als Infolog-Eintrag umwandeln. Und dann sehen wir jetzt in den E-Mails, dass unsere Original-E-Mail als EML-Datei da ist. Und an der Stelle könnte ich jetzt natürlich auch auf dieses EML-File wieder draufklicken und dann entsprechend würde er mir diese E-Mail auch wieder öffnen. Kannst du mal draufklicken, dass die Leute das sehen, wie das Ja, aussieht? ich gehe einmal ins E-Mail-Modul selber rein. Dort habe ich dann Infolog-Modul meinst du? Entschuldigung, mein Fehler, weißt sorry, natürlich ins du? Infolog-Modul selber rein und habe dann dort den Anhang und mache es ein bisschen kleiner, damit man es vollständig sieht. Und dann entsprechend bekomme ich jetzt meine E-Mail angezeigt und kann damit auch direkt auf diese E-Mail antworten oder die E-Mail selber forwarden. Sprich, das ist jetzt genau der Effekt. Ich habe im Anhang nicht nur die Anhänge drin selber, sondern habe auch die E-Mail selber. Entweder in der Listenansicht oder aber auch natürlich, wenn ich jetzt hier in die Verknüpfungen reinschaue, auch dort sieht man dann entsprechend die E-Mail-Datei. War das verständlich für Sie? Können Sie mal ein kurzes Feedback in den Chat reinschreiben, ob das verständlich war, ob das vielleicht zu schnell war, dass Sie das gezeigt haben, ob Sie alles wirklich mitbekommen haben? Super, super, das freut mich, wenn das Ihnen was gebracht hat. Es hängt ein bisschen auch ab von der E-Gruppe-Version bei neuen. E-Gruppe-Version ist da standardmäßig eingestellt, aber wenn Sie eine ältere E-Gruppe haben, dann war dieser Parameter nicht von Anfang an aktiviert, weil der erst in den letzten 2 oder 3 Jahren dazugekommen ist. Wir hatten noch eine Frage, ging es um Signaturen. In dem Zusammenhang, da ging es darum, wenn Sie auf eine E-Mail antworten, ob dann die Signatur auch verändert werden kann. Also das heißt, es ging darum, Sie haben eine E-Gruppe als eine E-Mail als Infolog gespeichert und ob es dann die Möglichkeit beim Versenden die eigene Signatur auszuwählen oder ob er dann immer die Originalsignatur verwendet. Ja, im Prinzip muss man dazu sagen, hängt jetzt natürlich davon ab, welche Identitäten, sprich Signaturen, ich überhaupt zur Verfügung habe. Wenn ich die Original-E-Mail, die geschrieben wurde als, ich sage jetzt mal Stefan Becker, nicht zur Verfügung habe, kann ich natürlich auch nicht als Stefan Becker antworten. An der Stelle, wenn ich mehrere Signaturen zur Verfügung habe, dann stelle ich oben in der Auswahlbox die kann ich zwischen den verschiedenen Signaturen, die ich zur Verfügung habe, umschalten, indem ich auf die entsprechende Signatur an der Stelle umschalte und dann würde man entweder die eine oder die andere Signatur sehen, dass die ersetzt wird. Sprich, hier habe ich jetzt zwei verschiedene. Einmal war quasi etwas ohne Signatur und das andere mal mit der Signatur. Okay. Dankeschön, Birgit. Also ich denke, die Frage ist jetzt schon soweit beantwortet und wir gehen mal zur nächsten Frage über, was wir hier haben. Genau, die nächste Frage bezog sich dann auf den Kalender. Und zwar war die Frage, hat eGroupware eine Möglichkeit, beziehungsweise löscht eGroupware automatisch ältere Termine, die vielleicht 20 Jahre oder älter sind? Dafür gibt es eine Einstellung in eGroupware. Es ist so, dass automatisch wird erstmal nichts gelöscht. Sie können das einstellen, Sie können sagen, wenn Sie das möchten, dass Termine gelöscht werden, zum Beispiel nach 5, nach 6 und nach 10 Jahren, gibt es eine Einstellung dafür. Ich würde aber ehrlich gesagt davon abraten, aus beraterischer Sicht, weil diese Daten verbrauchen nicht viel Speicher in der eGroupware, das sind nur ein paar Kilobyte. Und wenn wir das vergleichen mit dem Anhang, den Sie in der Datei haben, das ist eigentlich keine große Sache. Und performancetechnisch spielt es auch sehr, sehr wenig eine Rolle, ob Sie jetzt 10.000 oder 15.000 Termine in Ihrer E-Gruppe haben. Deswegen würde ich sagen, ja, man kann sie löschen,
Aber ich würde es definitiv nicht machen. Also, wenn ich Ihnen Rat geben kann, löschen Sie die, weil meistens ist es so, wenn Sie jetzt mal überlegen, Sie haben Termine mit mehreren Personen und Sie löschen einen Termin weg und da ist die andere Person auch beteiligt, dann ist es so, dass bei dem in dem Kalender dieser Termin auch weg ist. Von daher, ich werde da sehr, sehr vorsichtig. Ich würde es nicht machen. Also ganz ehrlich, ich würde es versuchen zu vermeiden. Ich kann aber, wenn Sie es interessiert, diesen Parametern gerne mal zeigen. Das kann die Birgit machen. Schalten mal um zu Ihrem Desktop und dann sehen Sie, wo es der Parameter ist. Im Endeffekt ist es eine Konfiguration, die nur ein Admin einschalten kann. Sprich, an der Stelle sind wir im Kalender in der Konfiguration. Wenn ich da draufklicke, öffnet er mir die Konfiguration vom Kalender im Admin-Modul. Und da habe ich hier die Einstellung, bereinige bzw. lösche alte Termine automatisch nach x Jahren. Der Standard ist, sie werden nicht bereinigt. Ich kann es aber umschalten auf einen gewissen Zeitraum, dann läuft da automatisch ein sogenannter Cronjob, der dann die E-Mails, beziehungsweise nicht die E-Mails, sondern die Kalendereinträge, die älter als dieses Datum sind, dann aus der E-Gruppe rauslöscht. Dann sind sie aber auch unwiederbringlich weg und das muss man sich natürlich genau überlegen, ob das Sinn macht, wie Stefan schon gesagt hat, einfach aus dem Zeitpunkt heraus auch oder aus der Überlegung heraus, wenn ich im Kalender bin. Ich schaue mir ja immer einen gewissen Zeitraum an. Sprich, unser Kalender ist so optimiert, dass er standardmäßig den Zeitraum, den ich mir betrachte, auch berücksichtigt. Das heißt, die Termine, die vor 5 Jahren waren, sofern ich jetzt nicht gerade in der Listenansicht bin und mir dort alle Termine anzeigen lasse, die älter als 5 Jahre sind, spielt es keine Rolle, ob die Termine von vor 5 Jahren drin sind oder nicht. Okay, danke schön. Birgit, hier kam noch eine Frage von dem Herrn Metz. Signaturen waren nicht zu sehen. Bezog sich das auf das E-Mail-Modul, nehme ich mal an. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen. Ich glaube, in der Demo hatten wir nicht mehrere Signaturen, deswegen war das das Thema gewesen. Es ist nicht so, dass man nicht sieht, dass es ist einfach so, ich habe verschiedene Identitäten und ich kann in der Auswahlbox oben umschalten zwischen meinen Identitäten. Die Identitäten, die ich jetzt hier angelegt habe, sind sehr beschränkt. Sprich, wenn ich jetzt umschalte auf die andere Signatur, dann ist da keine drin, denn meine Signatur an der Stelle enthält keinen Text. Wenn ich wieder zurückschalte auf die andere Identität, dann kommt meine Signatur wieder. So wie keine Signatur könnte ich jetzt natürlich auch 5 verschiedene Signaturen haben, die dementsprechend, mit dem ich da verfassen oder senden möchte, weil ich vielleicht mehrere Aliase eingerichtet habe, und da mit entsprechend unterschiedlichen Texten, vielleicht auch nach intern oder extern, das Ganze behandeln möchte. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie man Signatur anlegt? Weil ich glaube, es wissen vielleicht auch nicht jeder, wie man mehrere Identitäten anlegen kann oder mehrere Signaturen. Ich meine, wir haben das Thema hier unten, neues E-Mail-Konto anlegen, aber ich glaube, viel interessanter ist, wie lege ich diese Identitäten an? Ja, kann ich machen, gerne. Ich schließe dafür den Verfassendialog. An der Stelle gehe ins Kontextmenü von meinem Mail. Sprich, wenn ich da entsprechend drauf bin, klick rechts, Kontextmenü, und dann gibt es da unten das Konto bearbeiten. Ist ein bisschen schlecht zu sehen, denn der Mauszeiger ist nicht genau dort, wo die Kurz Aktion hier. selber ist, aber Sie sehen es so in gelb markiert. Ich kann es allerdings nur dort anklicken, wo mein Cursor hin zeigt. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen verwirrend an der Stelle. Das Konto bearbeiten öffnet mir dann entsprechend meinen Dialog. In meinem Dialog habe ich eine Standardidentität, in der hier dieser Text drin ist und ich habe die Möglichkeit über die Auswahlbox, ich zeige jetzt mal mit dem Mauszeiger dahin, wo Standardidentität steht, dort kann ich andere auswählen. Um es zu tun, muss ich allerdings meinen Mauszeiger wieder ein bisschen bewegen und sage dann neue Identität erstellen. Und dann habe ich ein neues Fenster und kann in dem Fenster dann auch entsprechend jetzt irgendeinen anderen Text hinterlegen, der dann als Identität kommen soll. Und woher weiß das System, dass du jetzt diese Identität verwenden sollst? Im Grunde genommen ist es so,
Ich speichere das für mich jetzt an der Stelle. Und wenn ich jetzt im Verfassen wiederum bin, dann muss ich die Identität, die ich verwenden will, entsprechend auswählen. Genauso wie ich es eben schon mal gezeigt hatte. Sprich, ich gehe in die Auswahlbox oben, wovon steht, dort wähle ich meine Signatur aus. Und dann schaltet er zwischen den verschiedenen Identitäten, die ich habe, hin und her. Super, da war noch eine Frage gewesen wegen dem HTML-Code und dem Editor. Ja, das ist folgendermaßen. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben bei dem Signaturerstellen. Wenn du nochmal zurückgehst, Birgit, ist es so, Sie können den Editor einschalten. Das ist dieser kleine Pfeil und der schaltet den HTML-Editor ein. Komm, sonst mal ganz hier rechts, wenn du mal, na, es war so schnell, Birgit. Ja, das Problem ist, ich kann nicht klicken. Also, Das wenn ich mit dem Mauscursor dort bin, um Ihnen zu zeigen, wo es ist, kann ich nicht hinklicken. Also dieser kleine Pfeil, den man jetzt an dem Mauscursor sieht, der öffnet es. Ich muss jetzt wechseln, damit ich ihn an die richtige Stelle bringen kann. Und dann schaltet er um auf die verschiedenen Icons, die ich im Texteditor habe. Ich kann mein Fenster natürlich auch größer machen, beziehungsweise maximieren, indem ich peile das Icon an. Hier auf das entsprechende Icon draufklicke, dann würde mein Fenster maximiert. Ich habe entsprechend mehr Platz, um da schreiben zu können. Wenn ich es beenden will, muss ich das wieder minimieren und dann kann ich meine Identität speichern oder an der entsprechend was verändern. Und somit können Sie auch Grafiken in die Signatur reinmachen, Links, was auch immer Sie sich vorstellen können. Dafür ist der Editor eigentlich gedacht und gemacht. Und ich würde sagen, wir gehen mal zur nächsten Frage, dass wir da einfach ein bisschen weiterkommen, weil wir haben noch ganz, ganz viele Fragen. Und ich schalte jetzt mal um auf die nächste Frage. Die betrifft sich, sieht sich auch auf dem Kalender und ist eine sehr interessante Frage, weil wir sehr oft gefragt werden, da habe ich doch meinen Fußballkalender oder ich möchte noch was anderes haben, da gibt es ein Freizeitkalender oder noch eine private E-Gruppe. Da gibt es ganz, ganz viele Themen. Wie habe ich denn die Möglichkeit, eine URL zu importieren, wo ich auch Termine drauf habe? Und das ist ja die Frage. Und ich glaube, da kann Birgit ganz viel dazu sagen. Also im Grunde genommen ist es so, eGroupware bietet die Möglichkeit über dieses Modul Import-Export, wo wir ja auch schon mal ein Webinar zu dem CSV-Import an der Stelle gemacht haben, die Möglichkeit, alle möglichen Dateien auszutauschen und in dem Falle auch ein iCal-Import. Das ist jetzt für einen normalen Benutzer, der kann das nur in der Form machen, dass er das einmalig macht oder von Zeit zu Zeit immer mal wieder manuell auslöst. Als Admin hat man die Möglichkeit, einen Zeitplan zu erstellen, der dann einen regelmäßigen Import macht und an der Stelle dann diesen Kalender, den ich einfach per URL angebe, abzurufen. Konkret würde man das Ganze dann so machen. Stefan, wenn du mal umschaltest auf meinen Desktop, Sehr gerne. dann gehe ich nach Administration. Dort gehe ich auf die, sorry, mit dem Mauszeiger wieder auf die Anwendungen. In der Anwendung auf Import-Export, hier unten. Und dann erstmal auf Profil definieren. Im Profil definieren muss ich dann einfach schauen, gibt es für den Kalender schon etwas definiert, was ein iCal-Import macht. Ja, ist da vorhanden. Dann kann ich auf Zeitplan gehen. Und im Zeitplan kann ich jetzt einfach etwas erstellen und dort entsprechend auch wieder sagen, okay, das Ganze soll ein Import sein. Ich möchte den Kalender in Form von einem iCal-Import auswählen. Und dann gebe ich hier die URL an. Und das kann dann zum Beispiel sein www.fck.de/ aktuelle Termine 2016.ics. Wenn ich das dann eintrage, kann ich hier unten drunter einfach definieren. Und jetzt habe ich natürlich wieder nicht getroffen und es mir in den Hintergrund geschoben.
kann ich hier entsprechend definieren, wie häufig soll der ablaufen, also jeden Tag, jeden Monat zu einer bestimmten Zeit oder alle 5 Minuten. Wenn ich den dann speichere, dann wird der entsprechend von unserem Cronshop ausgeführt. Gleiches gilt im Endeffekt auch für einen Export, wo ich sowas machen kann. Wir hatten dazu eine Frage, auch entsprechend, was ist, wenn mein Hoster diesen asynchronen Dienst nicht anbietet? Da muss man leider sagen, wechseln Sie den Hoster. Da gibt es wenig Möglichkeiten. Ich meine, eine andere Frage in dem Zusammenhang war auch, was passiert eigentlich, wenn Termine wegfallen? Also zum Beispiel, da gab es ein Fußballspiel, das Fußballspiel wurde jetzt gecancelt aus irgendeinem anderen Grund. Wird es aus meinem Kalender auch wieder entfernt, dieser Termin? Nee, das ist ein Problem, was wir im iCal, in dem Bereich vom iCal Import haben, weil es gibt nichts, was dem iCal Import an der Stelle sagt, das ist gelöscht, weil die Synchronisation im iCal das anders handhabt. Da sagt der Client, Achtung, dieser Termin ist gelöscht. Von daher ist es so, wenn ich ein iCal-File habe, ich habe das drin, was da drin ist. Auf dem Weg kommen alle Aktualisierungen rein, aber ich habe natürlich das Problem, dass gelöschte Termine, die in dem iCal-File dann nicht mehr drin sind, die sind natürlich in meinem Import immer noch drin. Die einzige Möglichkeit, die ich dann hätte, wäre, das quasi vorher alle Sachen zu löschen. Oder aber, wenn wir darüber sprechen, dass es jetzt etwas ist, wo wir selber steuern können, dass wir sagen, wir wollen einen anderen Kalender, wo wir einen Einfluss darauf haben, wie wird dieses iCal-File erzeugt, dann habe ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, wir löschen den Termin nicht, sondern wir sagen den für den Benutzer ab. Dann würde er natürlich auch in meinem importierten Kalender als abgesagter Termin im Kalender nicht mehr erscheinen. Viel mehr Möglichkeiten haben wir an der Stelle einfach bedingt durch das, was dieses iCal-File bietet, nicht. Würdest du empfehlen, einen eigenen Benutzer dafür anzulegen? Ja, absolut. Denn der iCal-Import geht immer davon aus, dass sofern jetzt nicht ein Teilnehmer mit der E-Mail-Adresse in dem iCal-File spezifiziert ist, dass ich dann entsprechendes in den Kalender des aktuellen Users importiere. Ein Admin hat natürlich die Möglichkeit, diesen zeitgesteuerten Import auszulösen und dann geht es in diesen Kalender von dem Admin rein. Von daher würde ich an der Stelle immer so vorgehen, dass ich sage, ich habe einen Funktionsbenutzer, dieser Funktionsbenutzer kommt auch mit in die Admins-Gruppe rein, der löst diesen zeitgesteuerten Import aus und die Benutzer, denen gibt man ein Recht, auf diese Termine dann zugreifen zu können. Dann kann ich mir einen Favorit machen und kann sagen, ich möchte ihn einfach zusätzlich zu meinen Sachen auch drin sehen. Okay, danke schön. Wir machen mal weiter mit den nächsten Fragen. Nochmal kurzes Feedback. Wir haben natürlich einige Fragen. Wir haben jetzt auch schon 16:30 Uhr. Wie ist denn bei Ihnen das Zeit? Wir können natürlich sagen, wir hören jetzt auf, gehen immer auf die anderen Fragen ein. Oder würden Sie sagen, wir sind natürlich gerne bereit, auch zu sagen, wir verlängern das Ganze nochmal, damit wir Sie eigentlich am besten unterstützen, supporten können. Einfach nochmal ein Feedback, wenn Sie sagen, okay. Wir nehmen uns die Zeit, wenn Sie die Zeit auch nehmen und Sie sagen, okay, wir sind bereit, vielleicht nochmal eine Viertelstunde länger zu machen. Okay, dann gehen wir weiter. Wir haben nämlich ganz am Schluss noch eine Ankündigung zu machen. Das ist für Sie auch sehr interessant. Deswegen, okay, 17 Uhr. Ich denke, ja, 17 Uhr sollten wir auf jeden Fall aufhören. Wir haben jetzt noch was ganz Interessantes ganz zum Schluss für Sie. Und zwar hat es mit der neuen E-Gruber-Version zu tun. Und da gehen wir aber nachher drauf ein. Aber wir machen jetzt mal weiter mit den Fragen. Wir haben noch ganz viele Fragen zum Thema Dateimanager, zum Thema Projektmanager. Also die meisten Fragen kommen noch zum Projektmanager und ein paar zum Ticketsystem. Und okay, bis 17 Uhr passt, okay, das schaffen wir, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Hier ging es auch nochmal das Thema iCal-Import mit dem Hoster. Ich denke, das Thema können wir übergehen. Genau. Die nächste Frage war dann zum Adressbuch und zwar in der Form, dass wenn jemand jetzt auf seiner Internetseite Fragebögen hat, die ausgefüllt werden, wie kommen die Daten in die eGroupware rein? Ist das was, was man händisch machen muss oder gibt es eine Möglichkeit, wie eGroupware automatisiert diese Daten übernehmen kann? Ja, da gab es verschiedene Möglichkeiten. Es hängt ein bisschen davon ab, zu sagen, sind es immer dieselben Adressen oder sind es unterschiedliche Adressen? Und man muss natürlich überlegen, wie geht es am besten. Wir haben das ist schon 5 Jahre her, das Modul heißt Site Manager.
Damit konnte man auch sowas herstellen, konnte man eigene Formulare erstellen, die dann ins Adressbuch reingeschrieben haben. Nur da war das Thema natürlich so, die Adressen sind immer neu angelegt worden. Das heißt, wenn Sie immer dieselben Kunden mal haben, ist es natürlich schwierig. Wir haben aber auch gesagt, der Seitenmanager ist ein veraltetes Modul mittlerweile, dass wir eigentlich Neukunden sagen, wollen wir nicht mehr anbieten, weil es irgendwann aus der Wartung läuft. Es gibt aber eine sehr gute Möglichkeit, damit umzugehen über das neue Workflow-Modul. Da werden wir auch den nächsten Webinaren auch nochmal genauer zeigen, was man damit machen kann. Und ich würde eher empfehlen, zu sagen, was kann die andere Software schicken? Das heißt, kann die vielleicht eine XML-Datei mitschicken oder machen wir es mit Platzhaltern, sodass man das auch auslesen kann? Dann würde ich sagen, sprechen Sie uns doch nochmal direkt an über das Workflow. Da gibt es die Möglichkeit, sowas zu importieren. Und dann müssen Sie nicht jedes Mal abschreiben. Das wäre das, was ich da an der Stelle empfehlen würde. Die andere Frage, die noch kam, war, gibt es die Möglichkeit, aus dem CRM-View, aus der CRM-Ansicht heraus, auch dieses Einfügen in Dokument nutzen zu können? Die Antwort dazu ist ganz klar ja, aber da wir uns von der Liste her dann im Infolog-Modul bewegen, müssen Sie die Platzhalter vom Infolog verwenden und Ihr Dokument auch in der Anwendung vom Infolog ablegen, sprich in Templates Infolog. Sprich, Sie würden dort den primären Link, der im Infolog info-contact heißt, und danach dann die Adressbuchplatzhalter verwenden. Das heißt, Sie können da alle Sachen aus dem Adressbuch ansprechen, genauso als würden Sie es aus dem Adressbuch selber ansprechen. Sie müssen nur die Platzhalter etwas anders verwenden und dann kann man ganz genauso auch aus der CRM-Ansicht diese Funktion des Einfügen in Dokument nutzen. Was ich dazu noch sagen möchte, wir haben ein Webinar gemacht vor ein paar Wochen. Da ging es auch um das Thema Platzhalter. Vielleicht am besten nochmal, wenn Sie auf YouTube unseren Kanal anschauen oder unseren Kanal abonnieren, ist es so, da finden Sie auch dieses Webinar. Und wir stellen alle Webinare in YouTube hoch. Das bedeutet, am besten einfach mal schauen. Da gibt es auch diverse Informationen für Sie auch noch. Okay, dann gehen wir mal zur nächsten Frage über. Projektmanager. Wir haben jetzt natürlich ganz viele Themen zum Projektmanager. Da ist die Birgit unsere Spezialistin für den Projektmanager. Und da ging es darum, was gibt es denn für Möglichkeiten, Arbeitsschritte zu definieren oder wie kann man das eigentlich machen? Es gibt Stundenzettel, es gibt geplante, ungeplante Zeiten. Ich glaube, das ist das Beste, wenn die Birgit das Konzept hinten dran mal erklärt. Es wird ein bisschen länger dauern. Aber ich glaube, man muss das Konzept verstehen, sich in geplante, unbezahlte Zeiten, wie man das machen kann. Auch vielleicht mal ein kleines Beispiel, dass Sie einfach verstehen, was steckt eigentlich im Detail dort hinten dran. Ja, Stefan, wenn du nochmal auf meinen Desktop umschaltest, können Sehr gerne. unsere Zuhörer auch mitschauen. Ich habe direkt mal auf den Projektmanager geschaltet und auf so ein Projekt. Und da sieht man auch schon hier unten genau diese Sachen mit den verschiedenen Zeiten, die es gibt. Und fairerweise muss man sagen, die ungeplanten Zeiten sind mal über einen externen hinzugekommen, der viel mit dem Projektmanager gemacht hat und gesagt hat, im Prinzip ist es so, wenn ein Projekt über eine längere Zeit läuft, dann habe ich im Regelfall etwas geplant und habe vielleicht so einen Zwischenschritt, wo ich sage, meine Planung muss angepasst werden. Und das ist dann mit dieser ungeplanten Zeit gemeint, dass ich also nach Zeit X sagen kann, okay, vielleicht wird mein ersten Milestone erreicht und dann stelle ich fest, die geplanten 10 Tage kommen einfach nicht hin, und kann dann eine ungeplante Zeit eintragen, die nochmal von den tatsächlichen Zeiten, die auf das Projekt gebucht werden, abweichen. Grundsätzlich ist es so, alles, was man im Projektmanager sieht, man kann es eintragen, muss es aber nicht. Ich habe es persönlich noch nie genutzt und außer in den EDI-Dialogen, wo es mir angezeigt wird, habe ich es im Regelfall aus meinen Listenansichten auch einfach ausgeblendet und benutze es einfach nicht an der Stelle. Sprich, wer die Möglichkeit braucht, noch einen dritten Wert zu hinterlegen, kann es nutzen. Ansonsten lassen Sie es einfach. Wenn ich so ein Projekt anlege an der Stelle, mache das mal ganz schnell im Durchlauf, nenne das mal Testprojekt, dann ist in erster Linie mal interessant, was möchte ich denn überhaupt abrechnen oder erfassen? Und dafür ist dann genau diese Abrechnungsart, die man hier sieht, interessant.
Wenn ich Zeiten erfassen möchte, muss ich es mal zumindest sagen, ich will Zeiten und Status abrechnen, will ich auch noch Budget erfassen, müsste ich auf eins der unteren gehen. Ich lasse es jetzt mal auf Zeiten und Status. Und wenn ich das dann speichere, dann sieht man einfach auch schon den Effekt vom Projektmanager grundsätzlich. Ich brauche eigentlich nicht viel in mein Projekt einzutragen. Ich brauche einen Titel und der Rest kommt dann, und das ist eine Funktionalität vom Projektmanager, aus der Elementliste der sogenannten. Wenn ich also einen Doppelklick auf mein Projekt mache, dann kann ich hier drin jetzt einfach verschiedene Sachen definieren. Ich kann dem Ganzen entweder ein Teilprojekt zuordnen oder ich kann dem Ganzen auch eine Aufgabe zuordnen und kann so rüber mein Projekt strukturieren. Ich möchte jetzt aber hier gar nicht viel weiter in die Tiefe gehen. Wenn ich dann da jetzt sowas als Beispiel einen Infolog-Eintrag hinterlege, den ich wieder schaffen muss auszuwählen, dann wird der automatisch meinem Projekt zugeordnet. Ich kann da eintragen, da sind, was weiß ich, 15 Tage geplant. Ich habe ein Startdatum. Und dann taucht es entsprechend auf. Sobald es auftaucht, werden die Daten auch entsprechend in mein Projekt weitergegeben. Das heißt, an der Stelle habe ich die Möglichkeit, einfach über die Dinge, die ich in den einzelnen Aufgaben oder in den Teilprojekten definiere, das ins Projekt weiterzugeben. Wie kann ich jetzt meine Zeit darauf buchen? Wenn ich eine Zeit darauf buchen möchte, ist es die Möglichkeit, sie entweder auf die Aufgabe zu buchen, die ja mit meinem Projekt verknüpft ist, oder auf das Projekt selber. Buche ich sie auf die Aufgabe, muss ich natürlich auf meiner Aufgabe selber Kontextmenü, Stundenzettel zum Zeitbuchen verwenden. Auch hier wiederum, das ist mit dem Mauszeiger etwas schwierig, aber gehen Sie immer einfach auf das, was orangefarben markiert wird und nicht das, was der Mauszeiger anzeigt. Dann trage ich hier, was weiß ich, 2 Stunden ein und speichere das Ganze. Und dann habe ich die 2 Stunden, die entsprechend auftauchen in meinen Aufgaben und in meinem Projekt automatisch summiert. Sprich, das Ganze setzt sich immer von unten nach oben fort. Wenn Sie diese ungeplante Zeit jetzt loswerden möchten, dann können Sie das in der Spaltenselektion machen. Sprich, wenn ich hier drauf gehe, kann ich sagen, die Zeiten geplant, ungeplant will ich nicht sehen. Und dann bin ich die aus meiner Liste auch los. Gibt auch Überlegungen, dass wir es komplett aus der I-Gruppe entfernen. Diese dritte Zeit, weil wir gemerkt haben, es ist eigentlich, macht wenig Sinn im Moment, das hier noch drin zu haben. Vielleicht noch mal ganz kurz, Birgit, kannst du vielleicht noch mal kurz zeigen im Infolog, wie das da mit den Zeiten auch aussieht? Weil da sehen wir diese Zeit ja auch an der Stelle. Genau. Ich kann jetzt im Prinzip an der Stelle sagen, im Projektmanager Tab kann ich jetzt auch für meinen Eintrag selber nochmal hinterlegen, wie lange das Ganze dauern soll, auf welche Zeit entsprechend diese Aufgabe selber dauern soll. Sprich, ich muss ganz kurz mal, kleiner Ausflug, wenn man hier sieht, da wird Tag, Stunden, Minuten angezeigt, weiß ich aus der Erfahrung raus, der weiß noch nicht, was die erlaubten Stunden sind. Deswegen muss ich einmal hier kurz einen Abbruch machen, einmal in die Konfiguration von meinem Projektmanager reingehen und dem sagen, ich habe eigentlich nur Tage und Stunden, die für meinen Projektmanager erlaubt sind. Das kann sein, dass diese Konfiguration manchmal bei neuen Sachen noch nicht gespeichert wurde und jetzt öffne ich meinen Infolog-Eintrag nochmal und dann sieht man, dass jetzt hier nur noch Tage und Stunden erlaubt sind, denn wir erfassen im Infolog keine Minuten. Okay, ich sage jetzt mal, geplant waren 5 Stunden für diese Aufgabe. Wenn ich das dann speichere, dann sieht man auch auf meiner Aufgabe entsprechend die 2 Stunden, die ich per Stundenzettel erfasst habe für das tatsächlich Geleistete und die 5 Stunden, die geplant waren bisher, und das Ganze wird entsprechend nach oben in das Projekt dann rein summiert. Aber jetzt sind wir schon ganz schön Ja, tief ja, im ja. Projektmanager drin. Wir werden auch mal einen extra
Webinar zum Projektmanager machen, wo wir das nochmal ganz genau Genau. erklären. Wir hatten eine schon konkrete Frage auch noch, und zwar, wie sieht es denn jetzt aus, angenommen, ich habe regelmäßig einfach verschiedene Dinge zu machen, da sind 10 Aufgaben definiert, gibt es da irgendwas, was der Projektmanager, wie der mir helfen kann? Und dafür gibt es eine Möglichkeit, und zwar dafür öffne ich einmal das Projekt nochmal. Und zwar gibt es diesen Status, den man hier sieht. Dieser Status ist standardmäßig aktiv. Wenn ich den umschalte auf Vorlage und das Ganze speichere, dann ist es ein Vorlageprojekt. Und in einem Vorlageprojekt, das kann ich jetzt benutzen, wenn ich zum Beispiel in der Projektliste bin, kann ich sagen, ich möchte hier hat er sich irgendwie verschluckt? Ich habe keine aktiven Projekte. Jetzt habe ich natürlich meine Vorlageprojekte entsprechend. Und hier kann ich jetzt sagen, ich möchte ein neues Projekt hinzufügen aus einer Vorlage. Und dann bietet er mir alle meine Vorlageprojekte an. Und das Schöne bei so einer Vorlage ist, wenn ich sowas erstelle, dann nimmt er alles, was unterhalb meines Vorlageprojektes, inklusive allen Elementen, also wenn ich da 10 Aufgaben drin habe, dann nimmt er meine 10 Aufgaben bei der Sache mit. Habe ich da 3 Unterprojekte und in denen jeweils 5 Aufgaben drin, dann würde auch das entsprechend mit erzeugt werden und ich muss dann nur noch die Sachen entsprechend so abändern, delegieren, dass es dann nachher passt. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass das einfach an der Stelle unsere Expertenrunde allgemein überschreitet und ich denke, es macht mehr Sinn, auf die Sachen dann mal konkret in einem Projektmanager Genau. einzugehen. Eine kurze Frage war jetzt noch, die können wir vielleicht beantworten. Es ging darum, ob man auch ein Projekt sperren kann gegen nachträgliches Buchen von Stunden. Also wenn man sagt, das Projekt ist abgeschlossen und man sagt, darf aber keiner mehr drauf buchen. Ich glaube, es gibt es nicht, oder? Ein eindeutiges Jein, wie an vielen Stellen in der E-Group-Ware. Prinzipiell ist es so, wenn ein Projekt archiviert ist, man sieht so diese unterschiedlichen Stati, die die E-Group-Ware kennt von Projekten, auch hier an der Seite in unserem Projektbaum. Ich bekomme ein archiviertes Projekt im Stundenzettel selber so nicht angeboten. Das heißt, es wird mir da nicht direkt gefunden oder angeboten, dass ich darauf buchen kann. Wenn ich jetzt natürlich hier ein archiviertes Projekt auswähle im Projektmanager selber, dann habe ich die Möglichkeit, das auch entsprechend da immer noch drauf zu buchen. Wäre ansonsten auch relativ schwierig, das Ganze umzusetzen, weil wir haben immer mal wieder den Fall, dass man sagt, eigentlich ist unser Projekt mehr oder weniger abgeschlossen. Es gibt jetzt aber trotzdem Anforderungen, dass mal irgendwann noch was reinkommt und es soll die Möglichkeit geben, das ins Projekt hinzuzufügen. Darauf zuzugreifen. Wenn wir es komplett verbieten würden, dann gäbe es die Möglichkeit nicht. Meine Empfehlung wäre im Zweifelsfall, können Sie natürlich hingehen und können die Rechte entfernen über die Rollen oder die generellen Zugriffsrechte, dass dann einzelne Benutzer dazu nicht mehr die Möglichkeit haben. Okay, super. Wir gucken nochmal im Chat, kamen so ein paar Fragen. Da ging es ums Adressbuch. Ich würde mal ganz kurz switchen, das mal ganz kurz nur theoretisch erklären, weil das Thema ist, es sprengt einfach den Rahmen. Da geht es darum, in der Adressbuchliste, wenn du mal ganz kurz Adressbuch aufmachst und diese Felder zeigst, weil das bestimmt auch andere Leute interessieren, wie funktioniert das? Hier steht Adressbuch alle und wenn man dort draufklickt, dann sieht man ja verschiedene Adressbücher. Wir haben jetzt hier zum Beispiel nur persönlich und Gruppe Default. Das sind die Standard-Adressbücher. Und Sie können natürlich weitere Adressbücher anlegen. Der Trick dabei ist, Sie müssen eine neue Gruppe dafür anlegen. Das heißt, Adressbücher entstehen dadurch, dass Sie eine neue Gruppe anlegen und dann den Leuten, also den Benutzern, das Recht geben, dieses Adressbuch auch lesen zu dürfen oder bearbeiten, je nachdem, ob die Adressen auch dort reinschreiben dürfen. Und das liegt einfach daran, das heißt, Sie müssen eine neue Gruppe anlegen, wie zum Beispiel, wie heißt das Unternehmen, und dann geben Sie ihm die entsprechenden Rechte auf dieses Adressbuch. Wenn Sie natürlich, wie ich es geschrieben habe, keinen Gruppenmanager haben, dann können Sie auch keine weiteren Gruppen mehr anlegen. Das könnte natürlich der Fall sein, wenn Sie Community Edition benutzen, dann könnte es ein das Thema dabei sein.
Ansonsten, wenn man es machen kann und darf, ich kann es mal am Beispiel von der Adminsgruppe zeigen. Also ich gehe auf die Adminsgruppe, dort per Kontextmenü auf Zugriffsrechte, der Punkt hier unten. Echt schwierig mit dem Mauszeiger. Auf Zugriffsrechte, dann geht mir ein Pop-up auf und in dem Pop-up kann ich dann die Zugriffsrechte definieren. Und in dem Falle gehe ich dann auf Hinzufügen, sage für Adressbuch möchte ich von der Gruppe Admins an, zum Beispiel die Admins sollen in ihrem Adressbuch lesen, hinzufügen, bearbeiten und löschen können. Dann habe ich von Admins an Admins die Rechte gewährt. Genauso kann ich natürlich sagen, von der Gruppe an eine andere. Das heißt, wenn ich so eine reine Adressbuchgruppe anlege, muss ich da auch nicht alle Benutzer reinpacken, sondern ich sage einfach, ich lege die Gruppe an. Ein Benutzer muss immer in der Gruppe drin sein. Und dann setze ich die Rechte, dass meine Unternehmensgruppe auf dieses entsprechende Adressbuch Rechte hat. Dann kann ich auch sagen, die einen dürfen nur lesen, während die anderen lesen, hinzufügen, bearbeiten dürfen, löschen dürfen vielleicht nur die Admins, je nachdem, wie das für sie an der Stelle passt. Wenn ich das gemacht habe, habe ich es mal wieder geschafft, weil ich auf den falschen Bildschirm geschaut habe, es nicht zu erstellen und dann ins Adressbuch zurückgehe, muss ich einmal das Ganze auch neu laden, damit die Rechte entsprechend gelesen werden. Und dann gibt es jetzt auch ein Adressbuch für die Gruppe Admins. Okay, super. Also wir haben auch die Lösung. Okay, das passt soweit. Ich würde nochmal umschalten hier auf die Präsentation zurück. Ich denke, wir haben einige Fragen auch schon beantwortet zum Projektmanager mit den wiederkehrenden Aufgaben. Das ist möglich in der Projektvorlage. Das hat die Birgit ein bisschen beschrieben. Ich denke, da gibt es noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich zum Beispiel ein Vorlageprojekt zu machen, 10, 20 Infologs rein. Aber das würde ich sagen, das ist noch im extra Webinar, wo es wirklich um Projektmanager geht. Oder Sie sprechen uns direkt an. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, über direkten Support mit uns zu kommunizieren, dass Sie Supportstunden kaufen, wir dann mit Ihnen gemeinsam per TeamViewer das durchgehen, Schritt für Schritt die Schritte zeigen. Und das ist natürlich die effektivste Möglichkeit. Was haben wir noch für Fragen? Ticketsystem. Ja, natürlich ist es möglich, über etwas aufzubauen, so ähnlich wie MyStyle, weil MyStyle ist ja ein Ticketsystem, was auf Mikrowert-Ticketsystem basiert. Also möglich ist es auf jeden Fall. Aber Ticketsystem würde ich sagen, mal ein extra Thema. Und ich würde sagen, wir kommen auch schon zum Ende. Es ist gerade noch eine Frage, der würde ich ganz kurz zwei Wörter sagen. Import, haben wir jetzt keine Zeit mehr. Bitte, da gab es ein extra Webinar zu dem Thema Import. Dateimanager, da wäre vielleicht nochmal interessant, da nochmal zwei, drei Worte zu sagen, weil ich denke, das interessiert vielleicht auch die große Masse unserer Zuhörer. Ja, also für den Dateimanager ist ganz klar, es gibt einfach mehrere Möglichkeiten. Ich habe im Prinzip im Regelfall eine native Version, wie zum Beispiel Windows Netzlaufwerk verbinden oder auf dem Mac das native oder der Transmit, den es dort als Client gibt oder auch auf einem Linux entsprechendes nativ anzubinden. Die URL, die man verwenden muss, bezieht sich immer auf das, was auch Ihre eGroupware-URL ist. Sprich, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, Ihre Instanz heißt meineinstanz.eGroupware.de, dann wäre die URL, die Sie immer angeben müssen, genau wie im Browser auch, verwenden wir HTTPS für die versichere Verbindung, dann der Instanzname meineinstanz.eGroupware.de/egw/ und dann kommt webdav.php. Das ist es im Prinzip auch schon. Dann werden Sie nach Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort gefragt und können sich verbinden. Natürlich können Sie das Ganze auch noch weiter einschränken, indem Sie sagen slash home oder slash Anwendungen oder slash home Gruppenname. Die Möglichkeiten haben wir immer. Neben den nativen Anwendungen gibt es auch die Möglichkeit, dann mit einem Client drauf zuzugreifen. Ich habe eben schon mal gesagt, beim Mac ist es zum Beispiel der Transmit. Unter Windows wäre es sowas wie NetDrive oder WebDrive. Und es gibt die Möglichkeit, auch per Sync auf die Geschichten zuzugreifen,
mit so einem Tool wie GoodSync. Ich denke, auch dort müssen wir einfach nochmal in einem separaten Webinar mal ein bisschen auf die einzelnen Vor- und Nachteile angehen, weil es hier den Rahmen an der Stelle sprengen würde, zu sagen, wann macht denn das eine mehr Sinn und wann macht das andere mehr Sinn. Ja, sehe ich auch so. Wir gehen nochmal weiter und dann sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Geschichte. Ging es hier nochmal um die Preise vom Hosting? Ging es darum, vielleicht mal ganz kurz zur Information. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit für private Leute zu sagen, es gibt eine E-Gruppe, die nennt sich E2, die ist günstiger, die kostet 196 Euro. Ansonsten ist es halt immer das Thema des Supports und das, was wir für sie leisten an der Stelle. Weil sie können es nicht vergleichen mit. Es wird Softwarecode irgendwo draufgeschrieben auf einen Server und das war's. Was, wenn Sie vergleichen, müssen Sie immer vergleichen, was bedeutet Hosting für Sie im Sinne eines klassischen Hosters. Der geht nämlich hin, kopiert den Code und sagt auf Wiedersehen. Bei uns ist das Thema, wir hosten eine Applikation. Das bedeutet, wir machen die Datensicherung für Sie. Wir gucken, wir betreiben das Fehlersystem. Sie haben Zugang auf MySatellite. Und das sind ja ganz, ganz andere Dinge, als wenn Sie nur das mit dem Hoster vergleichen. Also sind ganz andere. Natürlich kann man auch Module einschränken und sagen, okay, wie sieht denn aus? Der Support macht das Ganze natürlich auch aus an der Stelle. Von daher, wenn Sie sagen, wollen wir so ein Experiment machen ohne Support und zu so sagen, hey, es geht nur darum für meine Familie, ist vielleicht E2 die Lösung oder sprechen Sie uns mal direkt an, vielleicht können wir für Sie eine Speziallösung an der Stelle generieren. Damit würde ich sagen, schließen wir die heutige Runde und kommen eigentlich mal zur neuen E-Gruppe-Version. Aber bevor ich das mache, brauche ich noch mal kurzes Feedback von Ihnen. War das hilfreich heute? War das ein Format, wo Sie sagen, hey, das war super, damit konnte ich leben, meine Fragen sind beantwortet? Sollen wir sowas öfters für Sie machen, um einfach mal ein bisschen Feedback zu kriegen an der Stelle? Christoph schreibt, top, ja, vielen Dank, ja, sehr gut, danke, danke schön. Gutes Format. Okay, super, gerne mehr. Ja, wir machen das gerne, wenn Sie wollen, alle 2 Wochen. Das wäre was, was wir gerne machen, nur die Fragen bekommen. Oder Sie stellen uns die Fragen dann direkt im Chat. Können wir auch sehr gerne drauf eingehen. Also das passt ja regelmäßig. Ja, also Ziel nochmal ist, alle 2 Wochen ein Webinar zu gestalten, verschiedene Themen rund um E-Gruppe, aber auch mit Themen, die im Endeffekt vielleicht nicht unbedingt mit E-Gruppe zu tun haben, vielleicht aber mit der IT zu tun haben. Also auch Thema, wie kann ich meine Datensicherung machen oder was gibt es denn für verschiedene Lösungen? Und da haben wir einen Webinarkalender zusammengestellt für Sie für die nächsten Monate, um einfach zu sagen, was können wir präsentieren. Und das nächste ist jetzt eigentlich so das Interessanteste. Und da gehe ich mal drauf ein. Und zwar, es wird eine neue E-Gruppe-Version geben. Die nennt sich E-Gruppe 16. Und ich denke, da kann Birgit ganz viel mal sagen von der Entwicklung eigentlich. Wann ist die Version geplant? Beziehungsweise was gibt es für neue Funktionalitäten? Und wir haben gesagt, der Termin und das bitte mal aufschreiben, der 17.2. Sie kriegen auch noch eine extra Mail dazu. Am 17.2. wollen wir Ihnen die neue E-Gruppe-Version vorstellen. Die Beta, das bedeutet, es ist noch keine finale Version, sondern wir zeigen Ihnen aus der Entwicklung, was eigentlich da ist, was Sie damit machen können, was die Neuerungen sind. Und dann wird es wohl noch dauern, bis Sie die auch zur Verfügung haben. Aber es geht erstmal darum, wir wollen Ihnen diese Version vorstellen. Und da übergebe ich nochmal an Birgit, dass sie mal sagen kann, was sind eigentlich die Themen der neuen Version, auf was können wir gespannt sein, was ist eigentlich das Thema, was ist E-Gruppe 16.1? Ja, also E-Gruppe 16.1 wird, ich sage jetzt mal, in ganz unterschiedlichen Bereichen Neuerungen bringen. Eine der wichtigsten, die wahrscheinlich auch alle Leute betrifft, ist der Kalender. Wir haben den Kalender komplett neu überarbeitet, sprich, da wird es ein etwas verändertes Aussehen geben, es wird unterschiedliche Funktionalitäten geben. Von daher freue ich mich schon einfach auf den Tag mit Ihnen das Ganze mal, es Ihnen vorzustellen und dann zu schauen, wie ist denn auch die Reaktion darauf? Ist das was? 2016 ist der Termin. Sorry, nochmal ganz kurz reingesprochen. War ein kleiner Schreibfehler von mir. 2016, Ja, wir haben es letztes Jahr schon gemacht. ja. Wir zeigen es im Nachhinein. Nein, Scherz beiseite. Also, Kalender ist ein ganz großes Thema. Wir haben des Weiteren natürlich, die Gruppe bringt auch immer ein bisschen verändertes Aussehen. Wir wollen also nochmal moderner werden, als wir mit der letzten Version war. Und ein großes Thema wird sein, wie können wir denn die E-Gruppe auf den ganzen Mobilgeräten
noch besser, noch sinnvoller darstellen und nutzen. Auch hier haben wir was geschaffen, damit man nicht nur auf einem Tablet die ganzen Sachen sehen kann, sondern wirklich auch auf einem Mobilgerät. Wobei wir natürlich über aktuelle Mobilgeräte reden. Also wer jetzt, ich sage jetzt mal, ein iPhone 4 noch hat mit einem entsprechend kleinen Display, da werden sie natürlich auch mit der neuen Version keinen Spaß dran haben. Also die Sachen sind darauf optimiert, dass wir über mehr oder weniger aktuelle Mobilgeräte reden. Das wird so der Hauptteil sein, wo wir am 17.02. drauf eingehen. Dazu gibt es noch haufenweise kleine Geschichten, die die neue Version bietet, aber das wird so der Hauptschwerpunkt sein für die neue Version. Kalender und E-Gruppe und ActiveSync gibt es auch nochmal die neue Version, die dann mit der neuen Version kommen wird. Wird es auch im Projektmanager Neuerungen geben oder ist es jetzt nur Es die gibt Themen? Kleinigkeiten im Projektmanager und im Adressbuch, was die Darstellung von Projekten unter Projekten angeht, beziehungsweise im Adressbuch von Organisationen und den Kontakten, die dazugehören, in der sogenannten Organisationenansicht. Aber das sind nur kleine Veränderungen. Der Großteil ist wirklich jetzt an der Stelle erstmal auf diese Sachen beschränkt, weil wir müssen natürlich immer schauen, dass wir mit den Versionen auch gangbare Schritte gehen, sprich der Projektmanager, der steht auf meiner Liste, da nochmal weiterzumachen, auch gerade im Bereich von Gantt-Chart. Aber wie gesagt, wir müssen einfach von der Entwicklung her immer schauen, dass wir das Ganze auch wirklich stemmen können und zu Schritten kommen, dass wir Ihnen dann auch nicht nach 5 Jahren das nächste Release präsentieren, sondern dass wir dann in einem sinnvollen Abstand auch entsprechende Features zeigen können. Also wenn ich es mal zusammenfassen kann, das bedeutet, es gibt Kalender, eine ganz starke Veränderung. Das heißt, der Kalender wurde komplett neu gearbeitet, also neu gemacht, also neu aufgesetzt. Das heißt, die Ansichten haben sich verändert, es wurde sehr viel verbessert. Und das, seien Sie gespannt auf die Änderung, auf jeden Fall sind Sie mit dabei. Am 17.02.2016, wenn wir die E-Gruppe hier vorstellen werden, dann haben wir die mobile Ansicht, was Birgit gesagt hat. Sehr, sehr interessant. Das heißt, für die Tablets ist es ein ganz, ganz großes Thema. Ja, eine Sache, hier kam gerade noch eine Frage, ich habe sie gesehen. Passiert das Update automatisch bei Cloud-Kunden? Wir werden es in jedem Fall vorher ankündigen. Im Prinzip ist es so, die Idee ist schon, wenn die Version raus ist, dass wir unsere Hosting-Kunden auch zu einem festen Termin dann auf die neue Version bringen. Sie haben immer die Möglichkeit zu sagen, ich möchte relativ schnell umgestellt werden, weil das hat mir jetzt so gut gefallen am 17.02., dass das was ist, was ich unbedingt brauche. Dann sprechen Sie uns gerne auch an, dass wir Sie relativ früh für den Umzug entsprechend angehen. Ansonsten ist es so, dass wir, wie gesagt, nach einer gewissen Zeit natürlich auch einfach die 14.3 beziehungsweise vorherige Version einfach nicht mehr unterstützen wollen und dann entsprechend die Kunden auch versuchen wegzumoven, aber es wird immer die Möglichkeit geben, wenn jemand sagt, für eine gewisse Zeit möchte ich einfach draufbleiben, vielleicht auch, weil es nur eine gewisse Zeit ist, wo wir das Ganze nutzen, dann muss man einfach mit uns reden. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Automatik ist es so, wenn Sie bei uns im Hosting sind, dann müssen Sie sich nicht um Updates kümmern. Das machen wir für Sie. Das bedeutet, Sie als Kunde sagen, ich möchte jetzt auf die neue Version, dann werden Sie automatisch upgedatet. Sie müssen nichts installieren oder irgendwelchen PHP-Files editieren. Nein, das machen wir alles für Sie automatisch. Das ist ja das Ziel unseres Hostings, dass Sie als Kunde mit der E-Gruppe arbeiten können und sich nicht um diese technischen Themen kümmern müssen. Okay, ansonsten würde ich sagen, hat mich gefreut, wieder mit Ihnen heute das Webinar zu machen, auch mit Birgit. Das war toll. Ich hoffe, wir haben sehr, sehr vieles Fragen beantworten können. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen wunderschönen Tag und eine schöne Fastnachtszeit. Und wir sehen uns am 17.02. Jawohl, ich möchte auch sagen, vielen Dank, dass Sie dabei waren und ich freue mich aufs nächste Mal. Dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen. Und vielleicht nochmal kurz Feedback auf Facebook schreiben. Das wäre super.